Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Foundation. In der letzten Folge haben wir festgestellt, unsere Bürger sind zunehmend unzufrieden mit unserer Performance. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir das wieder ein bisschen besser hinbekommen. Außerdem verhungern die gerade und überhaupt müssen wir aufpassen, dass sie nicht auf einmal alle weglaufen. Und uns geht das Holz aus und wir haben keine Werkzeuge mehr, die wir hoffentlich jetzt durch Handel reinbekommen. Ich habe zu viel M gesagt, glaube ich. Jetzt sind wir ein bisschen abgewöhnt. Was wir aber machen können, ist, wir können noch ein weiteres Gebiet gratis dazu nehmen. Da überlege ich nur gerade, welches wir da nehmen sollten. Vielleicht das hier oder so. Das geht hier unter Territory. Und wenn wir das hier nehmen, dann haben wir zumindest unser Holzproblem zur Not gelöst, aber nicht unser Nahrung. Doch, hier vorne könnten wir noch Nahrung anbauen. Ist natürlich auch ein bisschen blöd hier an dem Hang dran. Aber das Dorf könnte man da unten verlängern. Hier befindet sich gar keine Nahrung drauf. Das ist gerade ein bisschen komisch. Also, okay, hier sind drei, aber ja, klar, wir müssen natürlich jetzt kilometerweit latschen dafür. Und die Frage ist halt, wann jetzt hier auch die Sachen reinkommen aus unserem Handel. Bis jetzt habe ich sie zumindest noch nicht gefunden oder gesehen. Und wie die reinkommen, das weiß ich gar nicht. Kommt da irgendwie die Handelskarawane oder müssen wir da vielleicht irgendwas dafür bauen? Das Warenhaus vielleicht irgendwie. Außerdem muss der Theodorich, der muss da mal rein, weil der kann da offenbar dann auch das annehmen. Und hier werden jetzt die letzten Bäume gefällt. Ach, das ist alles ein bisschen traurig. Und die Lebensmittel gehen zu Ende. Das heißt, die hungern gleich auch noch. Und das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, wie das funktioniert mit dem Handel. Also ob da irgendwer vorbeikommt. Momentan ist ja auf diesem Weg keiner zu sehen. Kein Pferdefuhrwerk, kein Händler, kein gar nichts. Was ich jetzt gedacht hätte, ne, dass das irgendwie so funktioniert. Ich weiß es ja nicht. Oder wir müssen wirklich hingehen und noch eine zweite Hütte, Sammlerhütte bauen oder so. Also verhungern wäre natürlich ganz doof. Aber ich weiß nicht, ob die ewig halten. Aber weißt du, wie wir das rausfinden? Wir probieren es einfach. Und irgendwie eine weitere bauen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Aber auch dafür brauchen wir Werkzeuge, die wir nicht haben. Das ist jetzt die Frage. Wie funktioniert das? Gut. Da gehen die ersten Leute. Zwei. Was vielleicht sicher auswirkt, dass es dann wieder passt und einrenkt. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die scheinen hier grundsätzlich nicht ganz so zufrieden zu sein mit mir. Aber vielleicht können wir dann auch die Waren hier verkaufen. Und ich hoffe, die halten halt ewig, sonst haben wir ein Problem. Hungern sollten sie halt idealerweise nicht. So. Was macht denn der jetzt? Genau, der holt jetzt die Sachen hier ins Lager. Aber Handelskarawane oder wie auch immer das funktioniert, ich weiß es ja nicht. Noch ist immer noch nichts zu sehen. Aha! Da tut sich was. Der möchte gerne 50 Beeren kaufen. 50 Werkzeuge verkaufen. Na, sehr gut. Also, gleich haben wir unser Werkzeugproblem gelöst. Die Frage ist, ob wir direkt noch mehr Werkzeuge kaufen sollten. Sollten wir mehr Werkzeuge kaufen? Was meint ihr? Ja, was kosten die? Der ist gerade angekommen, deswegen mal eben schnell gucken. Also, Werkzeuge kosten 30. Oh. Ich habe gar nicht so viel Geld. 30. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Können wir nur die nehmen, die wir nehmen können? Also, was für ein blödes Wort. So, da ist der Händler. Der geht jetzt wohin? Zum
Aha, siehst du, er geht hier zum Lagerhaus. Und dann? Händler? Ist der immer noch im Lagerhaus, ist er abgehauen? Die Steine hat er mitgenommen. Aber kein Werkzeug da gelassen. Nee, oder? Wo ist er denn hin? Händler, hilf uns! Wo ist er denn? Der ist doch wohl jetzt nicht einfach wieder abgehauen und weitergezogen. Hallo? Junger Mann? Nee, hallo? Oh. Was machen wir denn jetzt? Ach du Dicke wieder. So, lass uns mal kurz versuchen, das zu sortieren. Wir haben also jetzt hier Stock Maximum. Wir dürfen nur maximal 5. Nee, wir dürfen so viel sie wollen, ne? Genau. Und da kommt zwar nur der Villager. Ja, aber... okay. Wir haben doch jetzt den Handel angefordert. Was sagt denn jetzt das Handelsmenü? Ja, das sagt nur... dass wir 30 Steine verkaufen wollten. Das Problem ist... das Problem ist jetzt auch... wir haben ja gar kein Geld dafür bekommen jetzt, weil unser Geld eh voll war. Oh Mann, ey. Herrje, herrje. Hoffentlich kommt der junge Mann gleich wieder. Das heißt, wir müssen jetzt vielleicht dann doch mal probieren, hier unser Gebiet zu erweitern. Und ich würde sagen, wir machen das nach hier oben hin oder nach hier hin. Nach hier hin, ne? Dann können wir hier so das Dorf weiter... Oder hier? Ne, hier sind keine Nahrungsmittel. Okay, Nahrungsmittel reicht jetzt, aber Wald nicht. Wenn wir es hier hin erweitern, dann können wir hier die ganzen Häuser hinbauen. Machen wir so. Okay. Und wir sollen noch ein weiteres Dorfzentrum... Warum sollen wir die ganze Zeit ein Dorfzentrum bauen? Können wir doch gar nicht, oder? Woodcarver Camp. Village Center können wir gar nicht bauen. Sehe ich das richtig? Ich glaube, das sehe ich richtig. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder darauf warten, dass der Händler vorbeikommt. Sonst haben wir eh hier ein Problem. Und wir können wahrscheinlich erst weitermachen mit dem Erforschen hier von den Gebäuden, weil jetzt das Werkzeug fehlt, bis der Händler da war und wir das mit dem Werkzeug geklärt haben. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, ich lasse jetzt einfach mal die Zeit nochmal vorlaufen, bis der nächste Händler kommt. Wir können sonst eh nichts machen. Da kommt er auch schon, glaube ich. Nee, da kommen zwei neue Leute schon wieder. Kann ich doch gar nicht gebrauchen, wir haben kein Werkzeug für euch, Jungs. Oh Mann. Da schauen wir mal den Leuten so ein bisschen hier beim Arbeiten zu. Das ist ja sowieso meine Lieblingsbeschäftigung. Herrje. So, wir haben aber auf jeden Fall Holz, passt. Werkzeuge fehlen halt, ne? Dadurch, dass wir jetzt die weitere Sammlerhütte... Ist der Händler? Ist er das? Oh ja, das ist er. Oh ja, jetzt müssen wir gucken, was wir jetzt alles richtig machen. Also, was haben wir eben falsch gemacht? Wir hatten es im Lager nicht stehen. Wir können auch nicht mehr Geld einlagern. Wie können wir denn mehr Geld einlagern? Müssen wir da noch so ein Warenhaus bauen? Nee, das geht nicht, ne? Also, das bringt's nicht. Brot wollen wir nicht. Wir wollen... Steine annehmen, Werkzeuge annehmen, Beeren annehmen. Steine können wir so viel gar nicht verkaufen, wie wir auf der Liste stehen haben. Brauchen aber im Moment keine zum Bauen, wenn wir ehrlich sind. Wants to buy. Wants to sell tools. Soll er ja. Hoffentlich klappt das jetzt. Sollen wir mal gucken? Wir können es ja nur riskieren. Aber der kommt relativ häufig vorbei, das ist ja gar nicht mehr so schlecht. So, da ist er. Geht er hier zum Warenhaus. Jetzt verkauft er uns Werkzeuge. Und hat ein paar Steine mitgenommen.
Gut, ich hoffe, dass der jetzt noch ein paar Mal vorbeikommt, denn das war nicht genug Werkzeuge. Da sind nämlich nur zwei davon. Was hat er denn noch verkauft? Hä? Weil er ist ja jetzt jede Menge Geld. Das ist ja rausgegangen. Ah, ach, die Werkzeuge hierfür auch. Okay. Alles vollständig, alles gut. Das heißt, wir können jetzt die Handelsroute ändern und sagen, wir wollen jetzt jedes Mal, wenn du vorbeikommst, nur noch ein Werkzeug kaufen. Und vielleicht so 5 Steine verkaufen, dass so ein bisschen Geld reinkommt. Insgesamt scheinen unsere Kosten aber ganz gut ausgewogen. So, jetzt haben wir das Lord Manor. Und damit können wir jetzt hoffentlich, das können wir noch verändern, sieht aber schon mal ganz hübsch aus. Dann können wir jetzt hoffentlich hier, immer noch nicht. Wie machen wir das denn? Mit dem Sägewerk auch nicht. Vielleicht ja mit dem Dorfzentrum, aber wir haben das Dorfzentrum schon gebaut. Vielleicht jetzt? Nee, jetzt können wir nur hier festlegen, dass die Farm sich hier rundherum Felder bauen darf. Machen wir mal. Aber erstmal muss auch ein Farmer da einziehen, nehme ich an. So. Machen wir mal einen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich auch noch eine Mühle. Das nächste Problem, was wir haben... Achso, eine Kirche sollen wir jetzt bauen. Okay. Eine Kirche. So, die bauen wir ins Dorfzentrum. Ist ja eh klar. Alter, das ist hier riesig. Bauen wir nicht ins Dorfzentrum, bauen wir hier hin. Oder? Hier hin. So. Dann ein Kirchturm. Mal so. Und dann machen wir die... Ja, die Tür ist immer ein bisschen doof, ne? Die... Machen wir mal hier hin. Ja, das sieht ein bisschen blöd aus. Stained Glass. Achso, da kann man jetzt noch so... Na, brauchen wir alles nicht eigentlich, ne? Machen wir mal so, damit ein bisschen Leben hier ist. Und das eben auch schon hier, hat der Bauer schon das erste Feld angelegt und kann dann gleich zur Windmühle, die wir noch nicht gebaut haben, um da die Körner abzubauen oder einzubauen. Eins von beidem, würde ich sagen, bauen wir mal eine Windmühle. Und die bauen wir mal schön zum Dorfzentrum hier. Und dann bauen wir noch eine Bäckerei, damit wir Brot backen können. So eine Bäckerei gehört natürlich eigentlich ja auch unten hier schön klassisch zum Dorfzentrum. Hat natürlich ein bisschen wenig Platz hier, aber machen wir mal. Und dann... So, dass man da seitlich reingehen kann oder so, dass man da hinten... Ja, so vielleicht, ne? Ach, das ist schon schön. Das ist schon ganz toll. Und wir können immer noch keine Bäume. Das ist wahrscheinlich wegen diesem Dorfzentrum-Ding hier. Also da ist irgendwie... Das ist ein bisschen verbuggt, glaube ich. Und da können wir das irgendwo separat noch bauen. Wallbuilding Territory. Ne, also der scheint da echte Schwierigkeiten zu haben mit seinem Dorfzentrum. Ist natürlich blöd. Blöd, blöd, blöd. Das, achso, hier entsteht Kirche und Kirchturm. So, die nächsten Gebäude, die wir dann hätten, wären jetzt halt so dekorativere Dinge. Jetzt würde ich aber erstmal die Grundbeausstattung fertig haben. Auch dazu brauchen wir wahrscheinlich wieder Werkzeug ohne Ende. Naja. So, will ich beim Handeln doch nochmal ein paar mehr holen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch sehr viele Beeren.
Wenn jetzt so viele neue Leute kommen, müssen wir auch neues Baugebiet ausweisen, sonst werden die irgendwann richtig böse mit uns hier. So. Huch. Und da wird direkt gebaut. Ja, ist natürlich... Wir haben die jetzt immer in einer kurzen Leine gehalten, was das angeht. Und hier fehlen jetzt die Werkzeuge, natürlich. Aber, ja, ich glaube, es geht ganz gut vor. Was ist das denn hier? Glas können wir jetzt herstellen. Wo kommt das denn auf einmal her? Kann man jetzt Bäume nur einpflanzen? Nein. Wäre zu schön gewesen. Und das sind alles dekorative Bäume. Das heißt, die können wir dafür auch nicht nehmen. Und ich frage mich gerade, ob so ein Brunnen auch eine bestimmte Reichweite hat. Naja. Auf jeden Fall ist der Brunnen in der Nähe der Bäckerei hier. Bei der Bäckerei brauchen wir ja auch entsprechend mehr Wasser. So, hier haben wir jetzt das mit der Häuserunzufriedenheit. Das sollte jetzt wieder weggehen, so langsam. Seht ihr? Also das decreased gerade. Und die Kirche ist auch langsam am Entstehen. Hier fehlt natürlich noch ein bisschen Stein. Wir können auch eigentlich jetzt noch weitere Steinmetze einstellen. Wir haben so viele arbeitslose Leute hier. Das sollte ja eigentlich ohne Problemas möglich sein. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht die Meldung kommt, naja, jetzt hast du eine Kirche gebaut, bau jetzt eine Bäckerei. Dann drehe ich aber um Rad hier. Das wäre nicht so schön, ne? Dann wäre irgendwie... Ich weiß auch nicht, was da die Belohnung ist. 50 irgendwas. Kann man immer so schwer erkennen. Ja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Foundation. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst euch gerne einen Daumen da und schreibt mir mal, was ihr dazu denkt. Und in der nächsten Folge würde ich vorschlagen, wir machen unser Dorf schöner. Wie das aussieht, wenn Garderol das versucht. Das seht ihr dann. Also, bis dann. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.